Die Sitztaschen in Flugzeugen sind meist mit Bordmagazinen, einer Sicherheitsanleitung und Informationen über die Airline gefüllt. Aber sie sind auch zu Hause aller möglichen Arten von Müll, Schmutz und Bakterien, die da nicht hingehören. Ein Passagier hustet in ein Taschentuch oder wischt sich mit einer ganzen Handvoll davon die laufende Nase ab. Aber anstatt sie loszuwerden, steckt er sie in die Sitztasche vor sich. Beim nächsten Flug sitzt ein anderer Passagier genau auf demselben Sitz. Eingeschränkt wie der Platz um ihn herum ist, steckt er einen Teil seiner Habseligkeiten in die Taschen, sodass sich potenziell Millionen von Keimen auf ihnen ausbreiten. Kein Wunder, dass die Gesäßtaschen dieser Sitze so eklig sein können. Alle stecken ihren Müll da rein. Oft lassen Fluggäste ungegessene Schokoriegel, Windeln, Apfelkerne und Nüsse zurück. So bleiben überall Krümel und andere Dinge liegen. All dieser Müll wird vor dem nächsten Flug entsorgt, aber die Taschen werden nur selten tief gereinigt. Es hängt immer von der Fluggesellschaft ab, wie oft so ein Flugzeug wirklich sauber gemacht und alles richtig abgewischt wird. Die Klapptische aus Kunststoff, auf denen wir essen und unsere Sachen abstellen, sind einer der, wenn nicht sogar der schmutzigste Teil eines Flugzeugs. Diese Tische können über 300 KBEs, das sind koloniebildende Einheiten von Bakterien, pro Quadratzentimeter ihrer Oberfläche enthalten. Die geriffelte Struktur verhindert, dass Limonaden vom Tisch rutschen, aber bildet auch kleine Bergketten, an denen sich die Mikroben festheften. Zuckerhaltige Limonaden und Säfte, die während der Flüge auf den Klapptischen verschüttet werden, bieten Bakterien die perfekte Umgebung zum Leben und Gedeihen. Keime lieben das Leben auf diesem Kunststoff fast so sehr wie auf der menschlichen Haut. Und so ein Tisch fängt und sammelt viele Mikroben, besonders wenn er nicht gründlich gereinigt wird. Ähnlich wie die Lüftungen, an denen immer herumgefummelt wird, sind Sicherheitsgurtschnallen wahrscheinlich das am meisten berührte Ding in jedem Flugzeug. Auf einer durchschnittlichen Schnalle können sich jederzeit über 150 koloniebildende Bakterieneinheiten pro Quadratzentimeter befinden. Fluggäste berühren die Gurtschlösser unter anderem, wenn sie auf die Toilette gehen. Und selbst wenn sie sich danach die Hände waschen, die Leute gehen den Gang entlang und berühren Kopfstützen, um das Gleichgewicht zu halten, wenn sie zum Sitz zurückgehen. Wenn sie sich hingesetzt und wieder angeschnallt haben, berühren die meisten den Rest der Reise ihr Gesicht, ihre Augen, ihr Handy und sogar ihr Essen. Flughäfen können riesige Virusverbreiter sein, aber sie werden ständig gereinigt. Dasselbe gilt nicht für U-Bahnen, Busse oder sogar Taxis. U-Bahn-Türgriffe, Gepäckwagen, Stühle, Sitze und Stangen werden nur sehr selten gereinigt und sind ein Nährboden für allerlei fieses Zeug. Das New Yorker U-Bahn-System ist eines der schmutzigsten der Welt, mit unfassbaren 300.000 Bakterienkolonien pro Quadratzentimeter fast jeder Oberfläche. Viele davon müssen noch sogar identifiziert werden, weil sie so selten sind. Sie begleiten dich überall hin, manchmal sogar bis ins Bad. Infolgedessen können Handys bis zu 10-mal schmutziger sein als jeder Toilettensitz. E. coli, die Bakterien, die Magenkrämpfe und Fieber verursachen, können auf warmen Oberflächen wie Handys stundenlang überleben. Die beste Lösung? Wasch dir gründlich die Hände, bevor du das Handy berührst und stell sicher, dass du es gut mit einem Desinfektionsmittel abwischst. Die meisten Menschen haben Tag und Nacht ihr Smartphone bei sich. Das bedeutet, dass alle über den Tag aufgenommenen Bakterien darauf übertragen werden. Jeder fasst irgendwann die Fernbedienung an, aber beim Hausputz wird selten an sie gedacht. Sie fällt auf den Boden oder rutscht in die Sofaseite. Ein warmes, dunkles Zuhause für Schimmel und Bakterien, wo es viele Krümel und Dreck gibt. Eine gründliche Reinigung mit einem antibakteriellen Tuch von Zeit zu Zeit trägt dazu bei, dass sie glänzend und keimfrei bleibt. Das Ausblasen der Kerzen auf einem Geburtstagskuchen kann einen Speichelnebel verursachen, der dann immer auf dem Zuckerguss der Torte landet. Das kann zu überaus unglücklichen Geburtstagsfeiern führen, wenn jemand krank ist. Manchmal ist es besser, die Kerzen ganz wegzulassen. Oder du nimmst in Kauf, dass praktisch jeden Tag irgendwer Geburtstag feiert und ein bisschen Spucke dir nicht immer schadet. Ein einziger Geldautomat wird an einem Tag von hunderten Menschen angefasst. Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens einer der Personen, die die Tasten berühren, krank ist und sich so Grippe oder Erkältung ausbreiten, ist da natürlich ziemlich hoch. Grippeviren könnten zum Beispiel bis zu 2 Tage lang auf Gegenständen überleben.
Selbst jemand, der sich von dem Virus erholt hat, kann danach noch tagelang ansteckend sein. Geldautomaten werden zwar gereinigt, aber nicht ständig. Es wäre unmöglich, jeden Einzelnen einer Großstadt täglich zu putzen. Ein einzelner Geldschein kann tausende verschiedener Bakterienarten enthalten, darunter die üblichen Verdächtigen wie E. coli, Staphylokokken und ein Bakterium, das Akne verursacht. Papiergeld kann Berichten zufolge mehr Keime enthalten als eine Wohnungstoilette. Und Scheine sind eine gemütliche Umgebung für eklige Mikroben. Je geringer der Wert des Scheins, desto schmutziger ist er, da er stärker im Umlauf ist. Geld kann nicht wie viele andere Dinge gereinigt werden. Aber es ist möglich, es bei einer Bank gegen neue, hoffentlich sauberere Scheine einzutauschen. Benutze nach dem Umgang mit Geld außerdem Desinfektionsmittel und wasch dir die Hände. Nur für den Fall. Einkaufswagen in Supermärkten können mehr Bakterien enthalten, als in sämtlichen öffentlichen Toiletten zu finden sind. Toilettensitze und Spülgriffe eingeschlossen. Bei vielen großen Supermarktketten gibt es inzwischen Reinigungstuchspender und einige Geschäfte machen sich sogar die Mühe, sie am Ende des Tages zu reinigen. Aber auch kennst du das? Du machst Popcorn in der Mikrowelle, aber es bleiben immer ungepoppte Körner übrig. Du kannst sie ausschütten, bevor du die Tüte öffnest. Siehst du dieses winzige Loch am oberen Rand? Schüttle die Tüte einfach über einem Teller und die ungepoppten Körner fallen durch das Loch heraus. Es ist viel besser, Post-its nicht von unten nach oben abzuziehen, sondern von der Seite. So bleibt das Papier flach und der untere Rand wälzt sich nicht nach oben. Schäle deine Banane von oben, dann quetschst du nicht die Unterseite. Das Loch am Pfannenstiel dient nicht nur zum Aufhängen an der Wand. Du kannst da auch deinen Kochlöffel reinstecken, wenn du Suppe kochst. Du kannst den Pappbehälter mit chinesischem Essen so öffnen, dass die vier Wände flach auf dem Tisch liegen. Du musst ihn nur so aufklappen und schon hast du eine Art Teller und das Essen kühlt schneller ab. Wenn du schnell und einfach eine Orange schälen willst, dann schneide sie oben und unten auf und halbiere sie dann. Jetzt kannst du das Fruchtfleisch einfach ausrollen. Fast jeder benutzt das Reisekissen falsch. Normalerweise richten die Leute die beiden Enden des Us nach vorne. Aber die richtige Position ist andersrum. Das heißt, der Bogen befindet sich unter deinem Kinn und die beiden Enden zeigen nach hinten. Dein Nacken wird sich in dieser Position viel entspannter fühlen. Und du kannst ein schönes Nickerchen machen. Dein Deckenventilator hat zwei Modi. Einen für den Winter und einen für den Sommer. Du musst nur den Schalter an deinem Ventilator finden. Schalte nach oben, um den Wintermodus zu starten oder nach unten für den Sommermodus. Im Sommermodus drückt der Ventilator die Luft nach unten und im Wintermodus saugt er die Luft nach oben. Nach allgemeinen Benimmregeln lässt man die Leute erst raus aus dem Zimmer, dem Gebäude, dem Aufzug und tritt dann erst ein. Also lass sie erst raus, dann hast du Platz und kannst reingehen. Wenn du drin bist, dann gehst du zuerst raus. Mit dieser einfachen Regel vermeidest du peinliche Zusammenstöße. In Restaurants und Cafés stehen oft Zahnstocher auf dem Tisch. Die meisten Menschen machen es aber falsch, wenn sie direkt nach dem Essen am Tisch in ihren Zähnen rumstochern. Die korrekte und kultivierte Art ist, ins Bad zu gehen und dort die Essensreste zwischen den Zähnen rauszuholen. Schau dir jetzt an, wie man einen Müllsack richtig bindet, ohne dass oben dieses Loch bleibt. Binde die dünnen Bänder nicht zusammen, sondern halte sie hoch. Mache einen Knoten in die Tüte und wickle die Bänder um den Knoten. Und schon hast du die Tüte dicht verschlossen. Willst du deine Turnschuhe im Trockner trocknen, dann bindest du die Schnürsenkel zusammen. Legst die Schuhe in den Trockner, aber die Enden der Schnürsenkel lässt du draußen. Und schließe dann die Luke. Geschafft! Kabelgebundene Kopfhörer passen viel besser in dein Ohr, wenn du sie so reinsteckst, dass die Spitzen mit dem Kabel nach oben zeigen. Das Kabel legst du dann einfach hinter dein Ohr und die Kopfhörer fallen nicht mehr aus den Ohren. Eine Haarnadel befestigst du mit der gewellten Seite am Kopf. So rutscht sie nicht aus dem Haar. Wenn du deine Zähne mit einer elektronischen Zahnbürste putzt, dann mach keine schnellen Bewegungen. Lass die Zahnbürste sanft über deine Zähne gleiten. Hast du es schon mal geschafft, eine Zuckertüte mit nur einer Hand aufzureißen? Das ist einfach. Halte die Tüte über deiner Tasse. Lege sie auf Zeige- und Mittelfinger und drücke dann mit deinem Daumen auf die Mitte. Sie wird sofort aufbrechen und der Zucker rieselt in deiner Tasse. Wenn du Saft oder Milch eingießt, dann halte den Ausguss oben. Dann schwappt es weniger. Du trägst eine Sonnenbrille und betrittst einen Raum. Wo steckst du die Brille hin? Lässt du sie auf deinem Kopf, hängst du sie an deinen Kragen oder steckst du sie in deine Tasche? Am besten steckst du sie in deine Brusttasche. Die Gläser nach innen und ein Bügel ragt aus der Tasche. So ist sie sicher verstaut und die Gläser sind geschützt.
Wenn du die Toilettenspülung betätigst, klappe vorher immer den Deckel runter. Kleine, unmerkliche Schmutzwasserpartikel und Keime spritzen aus der Kloschüssel, wenn du beim Spülen den Deckel offen lässt. Du musst die Plastikfolie von den Spülmaschinentabs nicht abreißen und zerbröseln. Leg sie einfach ins Fach. Das Wasser löst diese spezielle Folie auf. Aber das geht nicht bei allen Marken. Also lies nach, was auf der Verpackung steht. Wofür nutzt du das Fach unter dem Herd? Stellst du da auch Pfannen und Töpfe rein? Eigentlich ist das Fach für Essen gedacht, denn die Hitze des Ofens hält das Essen warm. Das ist ziemlich praktisch, wenn sich einer deiner Gäste verspätet. Fast jeder hat einen Pimpel in einer runden Gummiform. In Filmen wird gezeigt, wie er benutzt wird, um eine verstopfte Toilette zu befreien. Aber eigentlich nimmt man diesen Pimpel, um eine Verstopfung im Waschbecken zu beseitigen. Für die Toilette brauchst du einen anderen Pimpel. Du isst einen Taco und am anderen Ende fällt alles raus. Leg dir einfach eine Tortilla auf deinen Teller. Dann fällt alles darauf und am Ende hast du noch einen kleinen Taco. Den Gemüseschäler nutzen die meisten von uns auch falsch. Nämlich nur in eine Richtung. Wir setzen die Klinge an, schälen und setzen sie dann wieder an. Optimal nutzt du den Sparschäler, wenn du ihn hin und her bewegst. Das geht viel schneller. Jeder liebt Urlaub. Aber das Kofferpacken kann eine ganz schön lästige Aufgabe sein. Erst recht, wenn der Platz im Koffer und das Gewicht begrenzt sind. Nicht zu vergessen, dass deine Souvenirs, die du bei deinem Abenteuer in der Fremde ergatterst, auf der Heimreise auch noch Platz finden müssen. Zu viel Gewicht oder ein aus allen Nähten platzender Koffer kann dich am Flughafen ein ordentliches Sümmchen kosten, wenn du nicht gut vorbereitet bist. Aber du darfst dich entspannen. Konzentriere dich auf deinen Urlaub und wir kümmern uns mit diesen praktischen Reisetipps um dein Gepäck. Zweifellos werden deine Klamotten den meisten Platz einnehmen. Die meisten Fluggesellschaften gestatten einen Koffer pro Person bei kürzeren Flügen und zwei für Langstreckenflüge. Das gibt dir nicht allzu viel Spielraum, um jederzeit modisch gekleidet zu sein, erst recht nicht im Winter. Das heißt aber nicht, dass du deine Unterwäsche von rechts und links tragen musst. Der Schlüssel ist die Art und Weise, wie du packst. Als erstes solltest du überdenken, wie du deine Sachen zusammenlegst. Die am wenigsten platzraubende Variante ist, deine Kleidung zusammenzurollen. Stell dir deine Klamotten wie diese Schlafsäcke vor, die immer viel zu groß für ihre Hülle erscheinen. Aber mit etwas Mühe und Geduld kriegst du sie so eng gerollt, dass es doch passt. Ganz so eng musst du deine Kleidung vielleicht nicht einrollen, aber das Prinzip bleibt dasselbe. Beginne damit, deine T-Shirts, Hosen und so weiter ordentlich zusammenzulegen, so wie du sie auch in einer Modeboutique vorfinden würdest. Hast du sie in eine relativ viereckige Form gebracht, rolle sie eng zusammen. Diese Klamottenwürste kannst du dann in deinen Koffer schichten und Halleluja, da ist noch Platz. Das kennst du sicher auch, wenn du an deinem Urlaubsziel ankommst und deinen Koffer öffnest. Alles liegt kreuz und quer durcheinander, als wäre ein Wirbelsturm hindurchgefegt. Dein Gepäck hat eine holprige Reise hinter sich. Es wurde aus dem Terminal gezerrt, vom Bodenpersonal hin und her geworfen und während des Flugs ordentlich von Turbulenzen durchgeschüttelt. Ein simples Hilfsmittel löst das Problem. Gummis! Sie verhindern, dass alles auseinanderfällt. Hast du deine Kleidung aufgerollt, ziehst du einfach ein paar Gummis drüber, damit sich nichts lösen kann. Das ist ein besonders cleverer Trick, wenn du gleich ein ganzes Outfit zusammenrollst. Vielleicht hast du eine schicke Jeans-Kombi, die du nicht erwarten kannst zu tragen. Lege deine Kleidung wie beschrieben zusammen, dann lege die Teile deines perfekten Outfits übereinander und rolle sie gemeinsam ein. Fixiere alles mit ein paar Gummis. Du kannst so deine Garderobe im Voraus planen, noch ehe du das Flugzeug besteigst. Aber vielleicht legst du deine Sachen doch lieber konventionell zusammen, vor allem formelle Kleidung. Auch hier haben wir einen Tipp für dich. Statt jedes Teil einzeln zu falten, stapeln wir die Kleidungsstücke übereinander. Beginne mit Hemden und Oberteilen. Lege sie wechselseitig aufeinander, damit die Kragen immer in der Mitte zu liegen kommen. Arbeite dich bis zu deinen Hosen und kleineren Teilen vor, bis alles flach vor dir liegt. Die Hosen sollten möglichst mittig liegen. Lege nun die Teile gemeinsam zusammen. Die Oberteile bilden dabei die äußerste Schicht. So erhältst du ein Bündel, wie ein Geschenk. Dieses Bündel schiebst du dann in deinen Koffer. Möchtest du noch mehr Platz im Koffer sparen? Statt deine Unterwäsche in ein eigenes Fach zu stecken, versuche sie in jede verfügbare Ritze zu schieben. Hast du zum Beispiel vor, eine Mütze mitzunehmen, kannst du ganz fabelhaft deine Socken hineinstecken. Das gilt natürlich auch für kleinere Gegenstände wie Ladekabel oder Krawatten.
Allerdings kannst du Gürtel und Krawatten auch flach über die anderen Kleidungsstücke legen, um Platz zu sparen. Sollte dein Platz nun wirklich sehr begrenzt sein, sagen wir mal, du hast nur Handgepäck für eine zweiwöchige Reise, gibt es noch eine Methode. Besorge dir Vakuumbeutel für deine Klamotten. Diese Beutel komprimieren mehrere Outfits auf die Größe einer Laptoptasche. Stecke deine Kleidung sauber zusammengelegt in den Beutel. In jeden passen 8 bis 10 Standardkleidungsstücke bzw. einige umfangreichere Teile. Verschließe anschließend den Beutel sorgsam und presse die Luft durch das Einwegventil aus dem Beutel. Am besten geht das, indem du den Beutel rollst. Darin solltest du ja schon Übung haben oder du kniest dich auf deine Sachen. 2 bis 4 dieser Vakuumbeutel sollten in einen Standard-Handgepäckkoffer problemlos hineinpassen. Das ist sehr praktisch, um Aufgabegepäck zu vermeiden und Geld zu sparen. Du kannst sogar noch mehr Kleidung mit an Bord nehmen, wenn du sie in einen Kissenbezug steckst. Das Beste daran ist, dass dein Gepäck während des Fluges auch noch ein wunderbares Kopfkissen abgibt. Wenn du etwas mehr Platz zur Verfügung hast, eignen sich Kleidertaschen sehr gut für etwas mehr Ordnung im Koffer. Sie sind zwar nicht so platzsparend wie Vakuumbeutel, aber viele Reisende bevorzugen sie, weil alles besser sortiert ist. Du kannst sie nach Outfits oder Kleidungsstücken aufteilen, zum Beispiel einen für Hosen und einen für Oberteile. Solche Packwürfel gibt es im Internet oder in entsprechenden Läden überall zu kaufen. Es gibt auch Kleidertaschen speziell für ein und mehrere Paar Schuhe. So nehmen die Schuhe weniger Platz weg und deine restliche Kleidung kommt nicht in Kontakt mit deinem Schuhwerk und bleibt sauber. Niemand möchte Oberteile anziehen, die nach Käsefüßen riechen. Wenn du immer noch Probleme hast, alles in deinen Koffer zu bekommen, gibt es weitere wertvolle Tricks, um etwas mehr mitzunehmen, ohne dafür zahlen zu müssen. Die offensichtlichste Variante ist, die Sachen am Körper zu tragen. Genau, Zwiebelchen. Sind die Buchstaben SSSS auf deiner Bordkarte ein Grund zur Sorge? Was ist gefährlicher als Turbulenzen? Ist es wirklich sinnvoll, als Erster ins Flugzeug zu steigen? Du wirst es gleich erfahren. Dir ist bestimmt aufgefallen, dass die meisten Flugzeuge blaue Sitze haben. Dahinter steckt aber kein Geheimnis. Fluggesellschaften wählen blau, weil die Farbe beruhigend wirkt. Angeblich sind Passagiere dann entspannter und selbst die nervösesten entspannen sich. Aber es gibt noch einen anderen praktischen Grund dafür. Flecken, Schmutz und Kratzer sind auf dunkelblauem Stoff weniger sichtbar. Bestimmt hat man dir schon gesagt, dass du deine Bordkarte nicht achtlos in einen öffentlichen Mülleimer werfen solltest. Immerhin stehen darauf eine Menge sensibler Daten. Neben deinem Namen steht da auch deine Vielfliegernummer. Mit dieser Nummer könnte jemand deine zukünftigen Buchungen checken, deinen Sitzplatz ändern und im schlimmsten Fall sogar deine Flüge stornieren. Nimm deine Bordkarte nach dem Flug lieber mit nach Hause und wirf sie in den Schredder. Ach, und wenn du die Buchstaben SSSS oder Sternchen S Sternchen auf deiner Bordkarte siehst, mach dich auf zusätzliche Sicherheitskontrollen gefasst. Anstelle dieser Buchstaben könnte es auch ein Schachbrettmuster sein. Wenn eines dieser Zeichen auf deine Bordkarte gedruckt ist, wird wahrscheinlich dein Handgepäck gründlich kontrolliert. Aber warum wirst genau du für diese Extrakontrolle ausgewählt? Es gibt einige Kriterien, die dazu führen. Entweder weil du nur eine One-Way-Reservierung gemacht oder dein Ticket bar bezahlt hast. Aber in den meisten Fällen ist die Extrakontrolle rein zufällig. Hey, dein Gate ist offen und das Boarding hat begonnen. Warte, wo rennst du hin? Es gibt keinen Grund zur Eile. Der Trick, den erfahrene Weltenbummler anwenden, lautet, steig immer als Letztes ein. Zum einen verschwendest du keine Zeit, weil du in der Schlange stehst, dann sind weniger Menschen auf dem Flugsteig und im Gang und du verbringst weniger Zeit wartend im Flugzeug. Also bleib cool, niemand kann dir deinen Platz wegschnappen. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Falls du sperriges Handgepäck hast, ist es sinnvoller, nicht als Letzter an Bord zu gehen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Gepäckfach über deinem Sitz belegt ist, wenn du kommst, und dann landet dein Gepäck in einem anderen Teil des Flugzeugs. Bei der Ankunft musst du dann warten, bis alle Passagiere ausgestiegen sind, damit du dein Gepäck holen kannst. Vor Start und Landung legen Flugbegleiter einen kleinen Schalter an der Badezimmertür um, damit sie nicht von alleine aufgeht. Und genau so kann ein Flugbegleiter auch die Tür öffnen, falls jemand im Klo Hilfe braucht. Dazu müssen sie nur das Schild Toilette anheben und schon können sie die Tür entriegeln. Piloten haben keine Angst vor Turbulenzen. Warum nicht? Weil sie wissen, dass es etwas viel Gefährlicheres gibt, nämlich Aufwinde.
Bei den meisten Turbulenzen fällt das Flugzeug nur ein paar Meter nach unten, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt, als würdest du von der Spitze des Empire State Buildings fallen. Wenn die Turbulenzen so stark sind, dass die Piloten auch die Flugbegleiter auffordern, sich zu setzen und sich anzuschnallen, dann wird angenommen, dass das Flugzeug 3 bis 6 Meter in die Tiefe absackt. Aber diese extremen und nervenaufreibenden Turbulenzen sind eher selten. Beim Aufwind sieht's etwas anders aus. Das ist eine große Luftmasse, oft Teil eines Sturms oder eines anderen Wetterphänomens, die sich nach oben bewegt. Nachts erkennen Piloten diese Aufwände nicht, auch nicht auf dem Radar. Und wenn ein Flugzeug auf einen Aufwind trifft, fühlt es sich an, als würde es mit 800 Kilometern pro Stunde über eine große Bodenwelle fliegen. Aufwinde sind also gefährlicher, weil sie ein Flugzeug in gefährliche Höhen treiben können. Moderne Flugzeuge haben ein spezielles System, das andere Flugzeuge, Berge und andere feste Objekte auf ihrem Weg erkennt. Ist ein anderes Flugzeug 16 Kilometer entfernt, ertönt eine Stimme im Cockpit, die sagt: Verkehr, Verkehr. 8 Kilometer weiter und diese Stimme gibt den Piloten Anweisungen. Wusstest du, dass Flugzeuge auch nur mit einem Triebwerk fliegen können? Sie können so sogar starten und landen. Dass beide Triebwerke gleichzeitig ausfallen, passiert eigentlich so gut wie nie. Aber selbst dann würde ein Flugzeug nicht einfach wie ein Stein vom Himmel fallen. Die Piloten haben etwa 20 Minuten Zeit, um einen geeigneten Landeplatz zu finden. Der Druck in der Flugzeugkabine hat einen großen Einfluss auf deine Geschmacksnerven. Du verlierst bis zu 30% deiner Fähigkeit, Süßes und Salziges zu schmecken. Das Essen ist aber nicht verdorben, du nimmst nur den Geschmack nicht wahr. Deshalb würzen auch Catering-Unternehmen das Flugzeugessen zusätzlich. Aber weißt du, was du gegen den Geschmacksverlust an Bord machen kannst? Trage Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Aus irgendeinem Grund, dafür gibt's sicherlich eine wissenschaftliche Erklärung, hilft das Ausschalten des Lärms deinen Geschmacksnerven. Jedes dieser Dings und Dongs, die du während des Flugs hörst, hat eine eigene Bedeutung. Bei den meisten Fluggesellschaften zeigt ein Boing kurz nach dem Start an, dass das Fahrwerk eingefahren wird. 3 Dings hintereinander weisen auf etwas Dringenderes hin, als wenn nur ein Dings ertönt. Ein hoher und tiefer Klingelton informiert Besatzungsmitglieder, dass ein Mitglied Hilfe in einem anderen Teil des Flugzeugs braucht. 3 tiefe Glockenschläge bedeuten, dass das Flugzeug in ernsthafte Turbulenzen fliegt. Die Besatzungsmitglieder müssen dann die Essenwagen sichern, ihre Plätze einnehmen und sich anschnallen. Falls du ein Angstflieger bist, dann buche einen Platz in der Mitte der Kabine. Turbulenzen machen sich hauptsächlich im vorderen und hinteren Teil der Kabine bemerkbar. Der mittlere Teil, der sich über den Flügeln befindet, wird nicht so stark durchgeschüttelt. Piloten und Co-Piloten müssen unterschiedliche Mahlzeiten essen. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Stell dir vor, beide Piloten essen das gleiche Gericht und bekommen eine Lebensmittelvergiftung.